Hello, hello, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon wieder Wochenende, unglaublich, aber wahr. Und da bin ich natürlich auch schon wieder heute mit einer Mega-Kollektion alles Bouclé-Jacken. Ihr müsst euch heute wirklich konzentrieren, denn das sind alles die gleichen Farben, nur in anderen Schnitten und anderen Modellen. Da schaut bitte, was für euch in Frage kommt. Ihr habt diese Jacke gefeiert in Schwarz. Hatten wir die am Anfang nur, das war dieses Modell. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Die sieht sehr ähnlich aus wie das, was ich hier anhabe, also ist eigentlich die gleiche, nur schaut mal, die Arme sind nochmal anders. Das ist also nochmal ein neues Modell, finde ich sehr cool, auch nochmal mit diesem etwas längeren Bündchen und hier nochmal so ein wunderschöner Print am Arm. Aber ihr bekommt natürlich auch diese alte Jacke, sage ich jetzt mal, in neuen Farben. Also es gibt ganz, ganz viele neue Farben. Zum Beispiel dieses Grau meliert finde ich hammer, hammer schön. Und vor allen Dingen habe ich hier eine tolle neue Jogpan für euch. Kunstleder. Und die hat hier nochmal so einen tollen weißen Streifen an der Seite. Je nachdem, welche Farbe ist der Streifen, schwarz oder weiß. Und passt jetzt, finde ich, total cool hier zu diesen Jäckchen. Also ich bin schockverliebt schon wieder. Das Outfit ist wirklich, wirklich richtig cool. Mal so in Grau. Mal eine Alternative zum Schwarz, trotzdem sehr, sehr schlicht. Und ich habe hier wieder meinen Lieblingspullover an, diesen kleinen Rollkragenpullover. Das ist ja der mit dem kurzen Arm, den ihr auch so feiert. Also diesen haben wir natürlich immer im Programm. Den könnt ihr toll jetzt unter diese Jacken drunter kombinieren. Und ich finde, diese Jacken sind einfach mega, weil die können einfach so viel. Die können eine Strickjacke ersetzen, ne? Die kann man einfach so mit anlassen. Ihr könnt die aber auch als Outdoor-Jacke, wenn man so ein bisschen Layering-Look und hier noch einen langen Pullover drunter zieht, dann ist es für die Temperaturen, die wir jetzt haben, halt die perfekte Jacke auch, um eben mal rauszugehen. Und im Endeffekt ist man ja nicht so viel draußen, ne? Also man springt dann ins Auto und ist dann meistens im Büro. Und ich finde, so eine Jacke ist einfach toll, weil sie nicht ganz so dick ist und trotzdem halten sie warm. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Stoff. Das ist so ein Bouclé-Stoff, das heißt auch an diesen Jacken finde ich, also diese Farbe speziell, ist so eine richtig schöne Hunde- und Katzenbesitzerjacke, weil man sieht die Haare nicht da dran. Das finde ich so genial. Also die ist einfach so meliert und ja, das ganze Outfit ist für Hundeliebhaber, nämlich die Hose ist halt auch schön glatt, da bleibt auch nichts dran hängen und an der Jacke sieht man es einfach nicht. Also mega Teilchen. Gibt es natürlich noch in ganz vielen anderen Farben, beziehungsweise nee, die gibt es nur in drei Farben. Ich zeige die euch gleich. Aber es gibt auch noch andere Modelle und auch mal in so richtig Hammerfarben. Also ihr werdet sie gleich sehen. Ihr könnt diese Jacken immer tragen, so bis 46. Die sind echt schön groß. Man kann sie auch offen lassen. Ich meine, wenn ihr jetzt eine 48 tragt, dann kann man sie auch offen tragen. Einfach so wie eine Strickjacke, sage ich mal. Also das sind einfach so totale Allrounder, alltagstaugliche Jacken. Und ich finde die Teile mega. Und deswegen habe ich mir das heute mal auf die Fahne geschrieben. Der ganze Fashion Haul nur mit Jacken. Sehr genial. Ja, das wäre das erste Modell. Die gibt es noch in Schwarz und in Weiß, also auch in beiden Farben. Das ist nicht weiß, das ist so ein Cremeweiß eher. Fällt sie mir auch gleich hier vom Bügel. Ja, ich kriege sie auch nicht drauf. Doch, nee, ich kriege sie nicht drauf. Ja, dann machen wir den Bügel auch gleich weg. Also das wäre die Creme-Variante. Da haben wir ja auch ganz viele Hosen, die jetzt zu Creme passen. Oder man kombiniert es mit Schwarz, finde ich auch sehr schön. Und dann natürlich nochmal die schwarze Variante. Und dann ziehe ich gleich mal die Jacke aus. Ich habe nämlich hier auch nochmal eine kurze Variante und die muss ich einfach nochmal auf die Hose kombinieren, weil ich finde, die passt jetzt mit dem Grau sehr schön auch zu der grauen Jogpan. Und zwar habt ihr ja auch diesen kleinen Bouclé-Mantel so geliebt, den ich im Programm hatte. Den versuche ich auch gerade nochmal nachzuordern, aber ich hätte jetzt hier auch nochmal ein neues Modell. Was sagt ihr denn dazu? Schockverliebt. Das ist wie ein Jackett. Auch aus diesem Stoff, auch mal so ein bisschen edler gemacht, nochmal mit goldenen Knöpfen. Total genial. So ein bisschen kürzer geschnitten, könnt ihr auch tragen bis 44, 46 mindestens. Also die ist schön weit. Nee, 46 geht definitiv. Und wenn man sie ein bisschen offen lässt, geht vielleicht sogar 48. Also die sind echt alle schön groß geschnitten. Ich finde die Teile einfach total genial. Und ich finde den Stoff, der ist so schön einfach. Da ja, braucht man nicht so viel wissen. Irgendwie sind die einfach totale coole Allrounder. Ja, und passt jetzt wieder perfekt hier zu der Hose und zu dem Pullover. Aber natürlich auch diese Jacke gibt es. Die habe ich noch gar nicht hier hängen. Die zeige ich euch gleich in ganz vielen Farben. Ich wollte euch nur mal die graue Variante schon mal auf die Hose zeigen.
Dann haben wir auch ganz viele neue Jogpen im Programm, unter anderem in Gold. Und schaut mal, diese hier hat nochmal so eine coole Kette. Ich habe auch nochmal einen neuen Pullover und natürlich eine Bouclé-Jacke drüber. Ja, auch in Weiß, wunderschön, dieser Mantel. Das ist jetzt nochmal die alte Variante, also die alte, ne, ohne Bündchen. Das heißt, die schließt einfach ganz normal ab. Die könnt ihr jetzt natürlich, also die ist wirklich lang, die könnt ihr auch, wenn ihr jetzt kleiner seid, nochmal hier am Arm so ein bisschen rumkrempeln und den Pullover nochmal rausholen. Das kann man auch so tragen oder man trägt es halt ganz lang. Und vom Schnitt her ist die genau gleich, nur die haben wir jetzt in ganz vielen Farben nochmal aufgelegt. Das schaut auch nochmal im Shop. Ich werde euch aber ganz viele Farben auch jetzt nochmal zeigen, dass ihr das nochmal seht. Ich habe es jetzt hier nochmal mit Gold kombiniert. Gold bleibt definitiv, überall ist Gold mit dran und Silber. Und ich habe hier nochmal so eine geniale Jogpan für euch, auch Kunstleder. Die hat ganz, ganz viel dran. Also hier nochmal eine Tasche hier mit so einem Reißverschluss und die hat auch hier nochmal so ein ganz edles... ja, wie sagt man dazu? So ein Bändchen hier, aber das ist eigentlich eine Kette, genau, eine Kette ist das. Aber mit so ein bisschen Strass besetzt, also sehr edel gemacht. Die könnt ihr auch abmachen und vor allen Dingen könnt ihr euch die auch mal an eine andere Hose dran machen. Dann wird es einfach so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Street-Style, ne? So ein bisschen lockerer, legerer und dann hat man nochmal so ein Kettchen. Die könnt ihr hier auch tragen oder auch mal abmachen, also da, wie ihr beliebt. Das Einzige, was ich euch zu dieser Hose dazu sagen muss, die ist nicht so ganz lang, wie ihr hier schon bei mir seht. Ich bin 1,70 groß. Die ist natürlich auch mal eine super Variante für alle, die nicht so groß sind. Also nicht jeder ist 1,70 groß, dann ist sie natürlich Bombe. Und für alle, die jetzt so groß sind wie ich, finde ich es jetzt überhaupt nicht schlimm, weil mit Boots kombiniert finde ich, dass da unten immer so viel Stoff übrig ist, die man irgendwo dann hinstecken muss bei den Boots. Das passiert hier nicht. Also ihr könnt die einfach über den Boot tragen und dann ist gut. Aber ihr müsst wissen, die ist nicht so ganz lang. Gibt es noch in drei weiteren Farben. In Silber, in auch wieder so ein Dunkelgrau. Die passt auch wieder super zu der Bouclé-Jacke in Grau meliert und in Schwarz. Also alle Farben auch sehr, sehr schön von dieser Hose. Und wie gesagt, natürlich jetzt die Farben kombiniert mit den Jacken, passt das eigentlich, passt das definitiv nicht eigentlich. Oh Gott, ich war gerade bei einer Zahnreinigung. Ich glaube, die haben mir noch den Mund halb betäubt. Ich kann noch nicht so wirklich reden. Passt das alles super zusammen. Ich habe hier nochmal einen Hoodie, auch ganz neu. Ich ziehe die Jacke mal aus. Nochmal hier mit unserem kleinen Freund Mickey drauf. Auch natürlich mit Gold und so ein bisschen kürzer. Das ist hier unten nochmal so fransig am Abschluss. Und da könnte man jetzt auch wieder so einen tollen Layering-Look rausmachen mit der Bluse drunter. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil dann ist natürlich von der Hose das Schönste weg. Also bei dieser Hose würde ich es jetzt nicht machen. Aber wenn ihr das mal mit einer Jeans oder mit einer anderen Hose kombiniert, dann kann man das auch schön nochmal mit diesem Blusenshirt verlängern. Finde ich auch sehr schön. Und der hat hier nochmal so Abnäher am Arm. Also ich finde, der ist echt mal schön gemacht. Sieht so richtig schön lässig aus. Gibt es noch in Beige. Also auch diese Variante sehr schön. Und auch diese Variante auf die goldene Hose, schaut mal, finde ich auch sehr schön. Wer es nicht ganz so weiß mag und ein bisschen dunkler. Und dann könntet ihr auch nochmal eine beige Bouclé-Jacke darauf kombinieren. Zum Beispiel diese hier. Das ist dann auch irgendwie, das ist auch nochmal eine neue mit Knopf. Die ziehe ich auch gleich nochmal an. So eine Farbe würde da drauf passen. Ihr habt aber alle Jacken auch dann in dieser Farbe. Also da müsst ihr euch jetzt einfach vom Modell her so ein bisschen entscheiden, was möchte ich? Manche sind so ein bisschen schicker und manche so ein bisschen sportlicher. Und dann guckt ihr einfach, ich habe auch noch eine längere Variante, was am besten zu euch passt. So, dann ziehe ich mal, was ziehe ich denn mal an? Was habe ich denn hier hängen? Ach so, ich habe noch mal eine neue Hose und ich habe noch mal die kurze Jacke. Ja, ich hätte hier noch mal das kurze Modell für euch in Camel und dazu eine ganz tolle Leder-Jogpan. Ich bin schockverliebt in dieses Modell. Die ist so wunderschön weit geschnitten wie eine Chinohose. Mega Teilchen. Kann man sich hochkrempeln oder natürlich auch ganz bis nach unten runterlassen. Da ist ein Gürtel mit dabei, auch wieder schön groß, den man hier drauf kombinieren kann. Und ich finde, das passt jetzt auch wieder zu so einer Jacke hier richtig, richtig schön. Dadurch wird es dann mal so ein bisschen schicker. Ich habe hier auch nochmal so ein passendes Handtäschchen, auch im Teddy-Look nochmal dazu, the Tote Bag. Diese Handtasche habe ich mir letztes Jahr für teures Geld geleistet. Ja, ich habe sie mir gekauft und jetzt kommt sie hier in den Shop und ich könnte mich gerade so richtig schön in den A beißen, weil die sind genauso schön tatsächlich. Also wirklich, die nimmt dem nichts und tja,
Jetzt brauche ich nur noch das Jäckchen. Also die Tasche hätte ich dann mal. Aber die Jacke passt perfekt zu dieser Tasche. Ich finde es richtig cool und ist irgendwie so ein Kuscheloutfit. Macht schon so richtig schön Lust auf Herbst und Winter. Mega mit diesen Täschchen. Da haben wir nicht so eine große Stückzahl. Also gebt bitte Gas. Ich habe da alles aufgekauft, was noch da war. Aber wie gesagt, nicht ganz so viele in dieser Farbe und in Schwarz. Und in Schwarz passt die natürlich auch richtig, richtig toll zu den schwarzen Bouclé-Mänteln. Ja, ansonsten. Diese kurzen Jäckchen, Hammerteile, also ich hoffe, die gefallen euch genauso wie mir. Ich werde mir da definitiv mal ein paar Farben von zur Seite legen. Die Farben sind wirklich alle schön. Also wir hatten ja schon die graue und dann haben wir hier noch die helle in so einem Creme. Finde ich auch mega, da wird es immer so ein bisschen schicker. Und auch in Schwarz ganz, ganz toll mit den schwarzen und mit den goldenen Knöpfen nochmal. Dann ja, auch so ein bisschen fast wie so ein Chanel-Jäckchen, ne? Also ich finde, die hat schon so ein bisschen was, ja. Kann man definitiv als schick durchgehen lassen. Sehr genial. So, dann bleiben wir noch mal bei Beige. Ach so, ich wollte euch noch zeigen, bei der Tasche ist natürlich auch hier noch mal so ein langer Stripe dabei. Und die sind eigentlich total cool, weil die mit so Karabinerhaken noch mal festgemacht werden. Das heißt, den könnt ihr auch für all eure Taschen benutzen, die ihr so zu Hause habt und vielleicht noch einen Taschengurt braucht, aber natürlich auch zu der großen Tasche, dass man sie sich umhängen kann. So, wir bleiben bei Beige. Ich habe hier noch mal einen neuen Mantel mit der Knopfleiste. Ich ziehe das Ding mal an. Ja, voilà, da bin ich mal im Monochrom-Look all in Beige. Ich finde es auch total genial, wenn man es mal einfach so ganz eintönig hält. Ich liebe das ja, auch so Monochrom-Look mal zu tragen. Und ich habe hier noch mal eine neue Jogpant für euch. Be yourself perfectly imperfect. Also die passt ja wieder zu mir wie die Faust aufs Auge. Ich bin ein Typ, ich bin mit Sicherheit nicht jemand, den jeder liebt. Also entweder man liebt mich oder man hasst mich. Das ist definitiv so. Aber ich lasse niemanden kalt. Also irgendwie bin ich jemand, der sehr polarisiert. Aber ich bin immer authentisch. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr an mir schätzt. Ja, was ihr seht, ist das, was es gibt. Also so ist es einfach. Und ich glaube, da sollte auch jeder zu stehen. Man sollte niemals andere nachmachen, andere kopieren, jemand anders sein für irgendjemand anders. Man sollte man selber sein und dazu stehen und dann, glaube ich, kommt man einfach auch besser an bei anderen Menschen. Ich glaube, unsere Energie strahlt das aus und andere Leute merken das, wenn man nicht authentisch ist. Und das ist ganz, ganz wichtig im Leben. Ja, das nochmal dazu. Also eine sehr coole Statement-Hose. Die gibt es nur in Beige und in Schwarz. Die zeige ich euch gleich auch nochmal in Schwarz. Und ich habe dazu nochmal diesen Knopfmantel jetzt an, also nochmal eine neue Variante. Das ist jetzt eher wie so ein richtig schicker Trenchcoat mit Kapuze, zwar so ein bisschen sportlicher gemacht, aber das wäre nochmal so die schickere Variante vom Bouclé-Mantel. Sehr genial, auch mit dieser Knopfleiste. Auch diese Mäntel könnt ihr bis mindestens 46 tragen und die sind alle schön. Also ich kann euch bei der Entscheidung beim besten Willen nicht helfen. Ich bin auch total hin und her gerissen, welche ich mir da mit nach Hause nehme tatsächlich. Weil ich finde die alle schön. Also alle Modelle haben irgendwie was Cooles. Ich habe die jetzt nochmal hier mit so ein bisschen Stiefeln abgemischt, mit der Eule, so ein bisschen in Gold und goldener Gürtel. Das könnt ihr so tragen, aber ihr könnt auch machen, was ihr wollt, ne? Be yourself. Genau. Und diese Jacke gibt es dann auch mal in so fetteren Farben. Also ich finde ja hier auch so ein Babypink mal richtig cool in so einer Bouclé-Jacke. Ich habe auch die lange Variante in ganz vielen Farben für euch eingekauft. Da schaut bitte noch mal im Shop. Ich zeige die euch gleich mal in einer Variante alle Farben und dann guckt ihr einfach. Nicht alle Modelle gibt es in allen Farben. Also ich bin oftmals dann doch bei den schlichteren Farben hängen geblieben. Aber ich finde auch mal sowas ist richtig, richtig cool. Muss man ja einfach mal sagen. So, ich hatte eben noch vergessen, euch die Lederjogpants zu zeigen, die etwas weitere. Da gibt es einmal die Creme, dann gibt es die beige, es gibt eine silbergraue und es gibt natürlich eine schwarze. Und die goldene, die ich anhatte. So, und dann bleiben wir nochmal bei der Kombi, die ich gerade anhabe. Ich habe nochmal den gleichen Mantel in weiß, weil ich will euch unbedingt nochmal die Hose auch in schwarz zeigen. Und ich habe hier so einen kleinen Snoopy für euch. Ja, auch in weiß diese Jacke mega. Also ich bin schockverliebt in diese Jacken, in allen Farben. Also rauf und runter, da könnte man ja jede Farbe mitnehmen. Also ich finde es in weiß auch richtig, richtig cool, dieses Jäckchen.
Und ich finde natürlich auch cool, was ich drunter habe. Ich habe nämlich hier mal so einen ganz großen Hoodie mit Snoopy drauf. Ich ziehe jetzt auch mal die Jacke aus. Den habe ich extra eingekauft für meine liebe Freundin Tanja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die wollte nämlich, die fand den kleinen Snoopy-Hoodie, den wir hatten, so süß, aber hat gesagt, der ist mir leider zu klein. Liebe Tanja, bis 48 kannst du den mindestens tragen. Ein ganz toller Stoff, also ganz weich. Das ist wieder dieser fließende, etwas glattere Stoff. Ein Megateilchen und ganz, ganz süß mit deinem Snoopy. Ja, und ich habe nicht so viele davon, also da müsst ihr Gas geben. Ich weiß auch nicht, ob ich den nachbestellen kann. Ich habe noch mal eine zweite Variante. Das wäre dieser hier, so ein bisschen edler mit Steinen drauf. Auch ein Megateilchen. Da mache ich euch noch mal Fotos. Aber der Schnitt ist der gleiche. Und ihr könnt bei diesem Shirt oder bei diesem Pullover einen Arm auch so aufkrempeln mit hier so einem Stripe dran. Oder ihr könnt ihn ganz lang tragen. Also der ist wirklich wunderschön lang auch, ne? Für Winter dann. Und jetzt kombiniert mit der schwarzen Hose nochmal hier mit der Schrift, finde ich das Bombe. Wem das zu viel ist, ihr habt heute die große Auswahl an Lederjogpants. Da sind, glaube ich, für jeden Geschmack welche dabei. Könnt ihr auch eine schlichte dazu kombinieren. Oder die mit dem Galaustreifen an der Seite in Weiß, in Schwarz. Die würde auch mega hier dazu passen. Also alles ist möglich. Da, glaube ich, bleibt kein Wunsch offen. Wir haben alle Modelle hier für euch mit im Programm. Also sehr cool dieser Hoodie nochmal. Natürlich könnt ihr jetzt hier auch, vielleicht mache ich das sogar gerade mal, könntet ihr natürlich dann auch mal so eine Bäm-Farbe drüber kombinieren. Wer jetzt sagt, nee, Weiß ist mir zu weiß und Schwarz ist mir zu schwarz. Dann könnt ihr einfach mal so einen pinken Mantel hier drüber kombinieren. Ich habe aber auch Gelb für euch, ich habe Orange für euch, ich habe Rot für euch. Ja, also das passt auch Bombe, ne? Auf so ein schlichtes, also was heißt schlichtes Outfit, ist ja jetzt nicht so schlicht, aber wenn man es unten weiß, schwarz hält und dann einfach hier nochmal so was Farbliches drüber, mega. Ja, dann machen wir nochmal weiter. Und zwar hatte ich euch ja die Hose mit dem Streifen schon gezeigt und ich glaube, jetzt kommt mein absoluter Favorite an Jacke. Zieh es mal an. So, Mädels, ultra, ultra schockverliebt. Ich liebe alles. Dieses Outfit ist so richtig, richtig geil und da steht so richtig schön mein Name dran. Ich liebe diese Farbkombi mit Schwarz und mit den Stripes so ein bisschen. Das ist schick und trotzdem irgendwie total sportlich, lässig. Ich finde es total geil. Und hier passt wirklich alles zusammen. Schaut mal, das ist nochmal ein neuer Mantel und ich glaube, das ist definitiv mein Favorite-Modell. Der hat hier auch an den Taschen nochmal diese Stripes. Der ist ein Ticken länger. Schaut mal, der geht bis übers Knie, also richtig schön wie so ein Mäntelchen. Ich liebe ihn. Mit Reißverschluss, total bequem. Könnt ihr auch tragen bis 46, 48. Da passt jetzt wieder dieses schwarze Täschchen dazu, wie die Faust aufs Auge. Da passt diese schwarze Lederhose mit dem weißen Streifen mega dazu. Und schaut mal, ich habe auch noch mal neue Schühchen für euch. So richtig schöne Winterboots schon auch mit so einem weißen Stripe noch mal dran. Also ich finde es total klasse. Es ist einfach nur genial. Und natürlich könntet ihr jetzt hier auch alle anderen Farbvarianten drauf kombinieren. Ich zeige euch mal kurz. Also ich habe jetzt keine Zeit oder wir haben keine Zeit, mal angesichts der Tatsache, dass es ein Power-Video sein soll. Ist natürlich kein Power-Video. Ist jetzt eher hier so ein Mini-Fashion-Haul. Aber ihr könnt natürlich auf dieses schwarze Outfit auch toll nochmal Farben kombinieren. Und wenn ihr dann die schwarze Handtasche dazu kombiniert, sieht es einfach total geil aus. Also ich finde es leider geil. Ja, es ist total genial. Und natürlich könnt ihr auch weitere Farben darauf kombinieren. Jetzt müsste eigentlich der Kaschifass mal mit der Kamera kommen. Warte mal, ich versuche es mal in die Hand zu nehmen. Nee, ich habe sie hier. Das sind die ganzen Farben, Mädels. Also ihr könnt da wirklich für jeden Geschmack was finden. Die gibt es in Beige, in Camel, in Weiß, in Gelb, in Orange, in Rot, in Babypink und in diesem Royalblau. Also wirklich alle Farben, die man sich wünschen kann. Und ich glaube, es ist mit Farbe auch einfach nur geil. Also diese Bouclé-Mäntel sehen wirklich in diesen Farben auch richtig hot aus. Ich finde es mega. Ich ziehe gleich nochmal für Fotos ein paar Farben für euch an. Dann könnt ihr es euch da nochmal anschauen. Ich habe jetzt nochmal das letzte Modell hier im Beige und dann sind wir durch. Ja, ich bin noch mal ganz kurz da in Schwarz, weil ich noch was vergessen habe. Und ich hatte gerade diese Jacke noch zum Fotos machen an, habe gedacht, ach, auch geil in Schwarz, kann ich euch gleich noch mal zeigen. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich euch zeigen wollte, sondern ich wollte euch zeigen, was ich hier drunter habe. Denn ich hatte euch ja versprochen, ich gehe auf die Suche nach so einem Rachel Pullover, aber mit Langarm. Und da wäre hier mal so ein Modell.
Der hat hier oben auch einen Stehkragen, lange Arme jetzt, ist aber schön weit geschnitten. Also ein ganz tolles Teilchen, den kann man auch super mal so drüber tragen. Könnt ihr euch aber auch reinstecken. Also das wäre jetzt mal nochmal eine Variante mit Arm. Ich bin aber immer noch bei dem Rachel, ne? Also ich bin immer bei diesem Pullover. Der ist so geil. Ich habe ihn jetzt nicht hier hängen, aber der ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ich liebe diese Pullover im Winter, die einfach zu tragen sind und haben hier nochmal so einen höheren Kragen, weil dann braucht man nicht immer unbedingt einen Schal. Den habe ich mal in 4 Farben für euch aufgelegt, in Pink auch mal. Den könnt ihr natürlich auch toll hier unter so ein schwarzes Outfit mit der schwarzen Jacke dann einfach mal so einen pinken Pullover drunter ziehen. Finde ich auch sehr schön. Und dann in so einem hellen Cremeweiß und in Grau. Bin sehr gespannt, wie ihr den findet, mal so als Alternative. Und die Hose mit den Stripes, die gibt es auch noch in so einem Goldton mit weißem Streifen und in einem etwas dunkleren Goldton mit schwarzem Streifen. Dann habt ihr die auch schon mal gesehen. Und ich hatte mir noch ganz kurz hier hingehangen, weil ich auch eben Fotos gemacht habe. Schaut mal, auch diese Pullover könnt ihr toll so als Jogging-Kombi nochmal hier kombinieren mit dieser tollen weißen Hose. Die ist nämlich aus dem gleichen Stoff, gleiche Farbe. Und dann hat man hier nochmal so eine schöne, lässige Hausvariante. So, und jetzt gehe ich mich dann mal umziehen. Kashi macht die Kamera aus. So, das letzte Modell an Jacke und auch das ist mega, mega geil. Also heute wird es richtig schwierig. Ich möchte nicht in eure Haut stecken, denn ich bin hier schon leicht überfordert. Also ich weiß echt nicht, welche Jacke, weil die ist auch total geil. Das ist nochmal so eine mittellange, wie so ein Hemd geschnitten, würde ich fast sagen. Und die hat hier so geile Strickärmel dran. Wie geil ist das denn bitte? Also auch nochmal so ein richtiges Kuschelteil. Auch sehr, sehr groß. Könnt ihr bis 46, 48 bestimmt tragen. Und ich habe jetzt nochmal hier diese Streifenhose in Beige an. Die finde ich auch sehr lässig. Und darunter habe ich nochmal einen neuen Leo-Hoodie. Manhattan, New York. Also sehr genial auch dieser Hoodie. Und dann kann man sich natürlich hier immer noch so eine Leo-Kapuze rausholen. Und dann sieht das total lässig aus. Also auch dieser Look ist wirklich richtig genial und perfekt. Und jetzt haben wir echt ein Problem, ne? Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar auch heute machen wir, wenn ihr heute einkauft, morgen dann beim großen Fashion Haul die Versandkosten frei. Das heißt, ihr kriegt heute Nacht oder spätestens ganz früh, morgen früh eine E-Mail von uns mit einem Rabattcode. Und dann könnt ihr morgen zumindest versandkostenfrei einkaufen. Denn ich glaube, heute lohnt sich's. Also heute sind richtig, richtig geile Sachen mit dabei und ich würde da mich richtig beeilen. Wir können das alles wieder aufstocken, aber es dauert dann halt eine Weile. Und diese Jacken, die braucht man wirklich jetzt. Das sind so richtig coole Übergangsjacken und ich glaube, Mädels, gebt Gas und schlagt einfach zu und holt euch eine für euch. Auch diese gibt es noch in dem Cremeweiß und in Schwarz. Also bei allen Modellen habt ihr nochmal die Farbauswahl. Aber hier die beige Kombi ist einfach Bombe. So, ich lasse es jetzt an, denn ich muss ganz schnell los. Mein Sohn wartet schon auf mich, der will gefahren werden. Das heißt, ich mache jetzt mal Schluss und kümmere mich um meinen Kleinsten. Und ihr schaut mal durch den Shop und guckt euch die ganzen Jacken nochmal in Ruhe an. Ich habe euch ganz viele Fotos auch nochmal gemacht von den bunten Varianten. Und da könnt ihr einfach nochmal durchblättern. Viel Spaß beim Shoppen und wir sehen uns morgen.